großer Schritt für den Segelohrenbob, aber ein kleiner Schritt für den Menschen. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo, meine gardinisierte Grüße gehen raus. Das Stangenstudio hat jetzt auch neue Modelle bekommen. Ne? Ja, ich habe auf einer alten Festplatte ein paar Videos gefunden. Ihr habt es letzten Sonntag schon gemerkt. Dieser Trailer vom SSG und das eine Video vom SSG habe ich noch auf einer alten Festplatte gefunden. Aktuell gerade habe ich die Videoschnipsel vom Besuchervideo von Brigant TV damals gefunden. Das sind ein paar Gigabyte an Daten. Also ich habe nicht mehr das Originalvideo, wie ich das damals geschnitten oder was auch immer hatte. Ich dachte mir, ja, das Video ist weg, aber setze ich jetzt mal hin und schneide das nochmal ein bisschen zusammen. Ich sage es euch gleich, ich habe sehr wenig geschnitten. Also das so gut wie alles erhalten bleibt, sage ich mal. Es sind noch ein paar langweilige Stellen, sage ich mal, dabei, aber da müsst ihr durch, gehört halt mit dazu. Das ist ein kleiner Reiseflock oder ich weiß ehrlich gesagt, wir wollten uns, glaube ich, einfach mal treffen oder so. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum wir damals die Fahrt gemacht haben oder so. War auf jeden Fall mega cool und ich musste jetzt auch an einigen Stellen schmunzeln. Ne? Also viel Spaß dabei. Ne? Qualität ist dementsprechend, ist, glaube ich, 10 Jahre her oder noch länger. Ne? Also Ton und Bild ist nicht ganz so optimal. Kameraführung geben auch noch mal Grüße raus an mein altes Ich. Beim Zoom immer, naja, egal. Ja, ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall lieben Gruß nochmal an alle von damals. War ein mega geiler Trip. Haut rein, viel Spaß, tschüssi. Hallo, Männer. Heute unser Abfahrtsvideo, wink mal. Ich winke immer. So. Ah, wir lauern jetzt hier gerade. Kommt nämlich noch jemand mit. Wir fragen aber noch nicht, wo es hingeht. Da ist er, welcher einer. Hälfte vergessen, jetzt geht's los. So, den tun wir auf der Rücksitzbank. Wa? Genau, krempel noch rein. Ja, und wir sehen uns dann gleich später. Tschüss. Hey, hier wird's riesig, das größte Besuchervideo, was ich je gemacht habe. Das ist bloß meine Kamera. Wenn wir danach, ich verrate aber, ich darf noch nicht, ich verrate noch nicht auf meinem Video, wo wir hinfahren. Das wird dann auf. Doch, doch. Da, jetzt schleichen wir dazu. Er muss erstmal zum Weltkulturerbe da. Die ganze Fahrt nur von deinem Teich gelegen. Nicht nur? Ja, fast. Ja, nicht übertreiben. Vom Felix, für dich wäre das interessant. Hier hinten sind die Zweige. Löcher, ja. Ja, da sind die Mini-Teiche. Mini-Teiche. Na, der Felix hat auch schon angefangen. Schwarzer Ding. Wie sind das dunkel? Ist das so? Ja. Okay. Überprüf mal den Film nachher noch am Computer und ja. Falls die da hinten drauf sein sollte, schneid mal bitte raus. Ja. Die habe ich gar nicht gesehen. Achtung, Schnitt! Ja, hast du das so irgendwie verdichtet hinten oder eine Fuhre Lehm drin gekippt und dann die Schweine immer. Und da braucht er nur unten die Sohle braucht er nur verdichtet sein. Mhm. Die Seitenwände, die tue ich dann immer nur mit dem Schlick, der sich nach ein paar Tagen bildet. Also wenn ich dabei liegt mit dem Wasser drin, bildet sich ein ganz feiner Schlick. Und mit dem verputze ich dann nur die Wände mit der Hand, damit das Wasser langsamer in die Umgebung. Und danach hast du erst abgedeckt. Ja, ja, und dann Holzkonstruktion aus dem Äste gebaut und dann die Grasbohle wieder hochgepackt. Gucken wir nochmal zu den Ziegen. Vorgestern hatte ich den nicht gesehen, weil ich da leider nicht mehr so gut. Vorgestern
Und von Samstag zu Sonntag, wo wir Wochenende weg waren, da war hier auch stark. Der Fink war leer gesaugt. Weil dadurch, dass der positive Lane Wasser hier überall niedermacht, dreht sich der Boden so positiv, also so doll positiv auf, dass das negative Lane Wasser da das dann komplett rausgezogen wird. Denkt man gar nicht, ne? Jetzt bin ich eingefüllt worden. Ja, aber das zeigt nur, dass das funktioniert, also dass das Wasser da wirklich kühl und frisch drinnen bleibt. Aha. Negativ. Ja, genau. Und hier ist es wieder so. Das ist wieder richtig super. Ja, und das ist, wisst ihr, so eine Löcher im Garten sind auch geile Schneckenfallen. Also ja, was für Schnecken, ob das jetzt Weinbergschnecken sind, die Kleen oder die Nacke da ist. Also ich finde hier regelmäßig immer richtig schön die Leichen drin. Die liegen da alle auf dem Grund, siehst du das da? Ja. Die ist schon halb ätherisch hier. Aha. Ja, das Wasser tappert die auf. Die kriechen dann mal rein, weil sie denken, oh, schön kalt, feucht und so. Und dann stolpern sie. Das ist wieder passiert. Wieder mal, ja. Die muss ich gleich noch mal. Genau, ja. Ah, das hast du im Video gesagt, ne? Oder war ich bestimmt verschlagen? Ja, du machst mir auf, hat er ein bisschen Wut gehabt. So. Alles mit mechanischer Muskelkraft? Ja, ihr habt schön den Boden dafür hier, muss ich sagen. Bei uns war das nicht ganz so einfach möglich. Ja, ich habe eine Erfahrung gebracht, dass hier früher mal ein Teich war. Also ach so. Vor 20, 30 Jahren. Und der ist dann verlandet. Und da habe ich gedacht, boah, hier machst du jetzt auch nochmal ein Loch. Ja. Weil hier das Schilf wächst ja ohne. Ja, stimmt. Im Schilf sieht man so. Ja, und dann mache ich da oben irgendwie noch was längliches, wisst ihr? Mehr so Retentionsbecken, was ich dann volllaufen lassen kann, was vollregnen kann. Dann ich dann mit der Wechselstelle irgendwo mal irgendwie mit Rinne oder so, damit das Wasser da drin läuft. Weil der Boden hier, wo die Böden stehen und so, ist doch sehr. Ist das letztens Öschen? Die Böden ziehen ja ganz schön Wasser, ne? Ja, das hier da stehen lassen? Deswegen habe ich die ja hier gepflanzt. Ach so, dass das Wasser wegziehen? Ja, damit sie das halten. Weil das nämlich Herzfluss war, so tief. Noch nicht ganz vollzählig. Ja, beiden kannst du pflanzen und so viel Mühe. Also du musst mal gucken, alle was ein bisschen Herzblutzahl sind. Jetzt habe ich immer mein Ankommensvideo. Wie muss das Wachstum gesteuert werden? Wenn du überlegst, dass Wachstum eigentlich nur eine Energiebremse ist, ja. Dann darf die Energie ja nicht zu doll gebremst werden. Und deswegen fressen Schnecken zum Beispiel so Pflanzen weg, damit wirklich von dem, was du ohne deine Naturkenntnis reingepackt hast in die Erde, die regenerieren die praktisch nach. Cool. Ja, und da habe ich bei mir beobachtet, die fressen jetzt
Das sind ein Haufen Weinbergschnecken und Nacktschnecken und so richtig viele. Also wenn die wollten, würden die alle drauf fressen können. Machen wir aber nicht. Die lassen genau so viel stehen, wo Mutter Natur wohl gesagt hat, passt. Ja. Ja. Na, Hilde? Ein freies Huhn. Alle Hilde. Das ist gut. So, Tag 2. Auf dem Weg zur tiefsten Stelle Deutschlands. Ich film einfach mal rum. Ja, und seitdem haben wir gesagt, so, dann ist das dann erstmal das Naturschutzgebiet. Vorne haben wir noch einen Herrn Patzig. Neues gedacht, wenn ich viel Geld habe, was mache ich damit? Dann dachte ich, kaufe mal Häuser in der Stadt, reiß sie ab und baue da Gärten. Geil! Jetzt ist mir gerade der Gedanke gekommen, so, weil ich aufs Land geguckt habe, ein Fußballfeld ist ein Hektar groß drumherum. Normalerweise könnte man ja im Fußballverein eintreten und Leute überzeugen, ey, Fußball ist schon eine Scheiße. Da machen jetzt einen Garten raus. Bei Verein ist es schon, da muss man die Nutzung ändern. Also, mal in Hamburg wurden die meisten welche Fußballfreaks umstimmen? Das wird schwierig. Aber du musst halt für den Grenzen. Das ist ja auch nicht so schwer. Da müssen wir 7 Leute im Vorstand. Ich hätte schon mal Fußballverein Präsident werden können, weil die alle in diese Finanzen nicht klar gekommen sind. Und ich habe immer mal, also zweimal, anderthalb Jahre gespielt. Und dann aber aufgehört, weil ich noch mehr. Ja, und auch manche in Hamburg hast du halt so Arsch. Das sind irgendwelche Ausländer. Gucken wir mal auf die Finger. Oh, das ist aber fies. Also nur eine Linse. Na, grinst mal kräftig. Ich glaube, das war das Bild, das schlechteste Bild auf deiner Kamera. Also wir haben 10 Hektar Wald, das ist aber alles. Oh, es gibt überall schwarze Schafe. Oh. Eine alte Seele sein. So, jetzt sind wir hier an der tiefsten Stelle von Deutschland. Ganz lustig. Ich zeige es euch nochmal. Tiefste Landstelle Deutschland. Oh ja, tiefste Landstelle, hätte ich jetzt beinahe vergessen. In Neuendorf, Sachsen-Bande.
Ah, hier noch ein schönes Schilfdach. Bunden. Ja. Cool. Mit einem guten Saustrick. Ja, guck mal, die ganze Box hier drin, das war mal Wasser drin. Ja. Weil das Wasser hier doch ein paar Grad sich erwärmt. Nicht in den ganzen Schritt ab. Also das gelbe Zelt war mal Wasser drin. Riesiger Brunnen, ganz feiner Sand. So mit Lehmanteile drin. Ja, deswegen auch vielleicht die Farbe, wa? Ein bisschen Lehmanteile. Was ist denn hier noch? Bande. Der Manifestationszettel vom Hof ist weg, aber wir machen jetzt einen mit der freien Energiemaschine. Bande. Wenn ich erst noch mal ein Dings. Pfeiler. Warum eigentlich eine niederländische Flagge? Das ist immer eine gute Frage. Frank, muss das Wasser mal kosten hier? Warte mal. Mach ich. Was? Was ist jetzt hier die tiefste Stelle? Das hier. Und bestimmt hier an dem Wasserfall. Tiefste Landstelle. Der helle Wahnsinn. Einmalig. Heute hier. 29.08.2012. Ich mach mit. Ein kleiner Stich für die Schaufel und ein großer Schritt für die Menschheit. Ach so, ein Stein nehme ich. Und ich kann doch noch wie auf dem Mond hier. Ja, jetzt haben wir gar keine terranianische Flagge mit. Die hätten wir noch nicht. Scheiße. Ja, Film ist niederländisch. Passt schon. Das ist Schild ja falsch, ne? Ein riesen Schilfdach, Alter. Wahnsinn. Da bin ich das ist Wahnsinn. Schön, wenn es so grün gewachsen wird, ne? Ich weiß, wie alt das schon ist. Ja. Am Ende, wenn das dann alles mit Moos zugewachsen ist, hast du das nächste Dach. Kostenlos. Erst Schilf, dann wird es Moos und dann wird es der Moos zu Stein und dann hast du deine Zwiebel umsonst. Das ist schon krass, ey. Und du weißt, wie es geht, ne? Kannst du das machen? Kostet ja nicht viel. Brauchst du die Schilfe da? Da. Deswegen werden die. Unsere selbstgebauten Pfeifen rumzureichen mit dem angebauten Kraut. Mittelerde, ja. Hahaha.
Da wärst du richtig durchgeschleudert. Gleich links. Aber erst mal gerade. Was, gerade? Nee. Nee, gleich links. Ja. Sonst wärst du irgendwie, keine Ahnung. Wir könnten auch mal den Tisch ein bisschen abdrücken, weil der ist nur so dicht dran wegen der Kleinen. Das ist doch so steckfüßig. Sind hier irgendwo noch die gleiche Keramikkondensatoren dabei? Basteln bei Brigant TV. Oh. Oh, okay, na denn. Wie geht los? Kannst du mal alles klauen? Einfach so ein Ding. Oder. Soll ich Spitzfang? Ach, ja, Spitzfang. Das meinst du eine Minute warten mit dem Ding und dann? Wie eine Minute warten? Bis er warm ist? Das geht ja eigentlich relativ fix. Der blüht ja vorne drin, bevor los. Eine Minute ist schon gut. Wenn du hinten schraubst, kannst jetzt du die Hitze jetzt irgendwo regulieren. Noch so sauber sind, dass man das auch ordentlich auflöten kann. Ich glaube, das sind die meisten Geräte von den neueren, wenn ich die aufmache, dann sind die Platinen total mit so einem Heißkleber übersifft, dass du bloß nichts mehr da rauskriegst aus den Dingern. Hier ist ja noch richtig schönes. Da hat der Rainer mal gesagt, wie der eine das macht, da spannen die ein und sind nur Flex oben. Flex einfach ab, dann fällt alles unten runter. Von den Platinen. Von hinten? Ja. Waschrobbern mit der Flex. Der andere. Ja, aber das rein theoretisch ist das. Also Rainer, wenn man das Date noch bei YouTube und hat. Das sammelst einfach alles auf, genau. Und sortierst das ein. Ja, wisst ihr, was ich teilweise gemacht habe? Ich hab eine Flex, ne? Ich hab eine Flex. Platinen in der Pfanne gekocht. Geil. Die arme Pfanne. Abgewartet, wo es gerade so lustig im Motor funktioniert hat. Die arme Pfanne. Ja, ja, ja. Das hat er richtig gut gerochen. Geheimwissen Test 1. Nö. Andersrum, Floss und Venus vertauscht von der Diode oder vom Kondensator? Von der Diode dürfte eigentlich nicht sein. Da ist ja normalerweise. Achso, hier bei euch. Ich dachte, das geht jetzt. Schade. Na gut, wir müssen ja erst aufladen. Es laufen hier gleich mehrere Experimente gleichzeitig. Ja, außerdem müsst ihr dran laufen. Das ist ja schon Hightech. Und jetzt leuchtet da was? Nee, hier leuchtet nichts. Hier leuchtet nichts. Aber kommt mal irgendjemand mit einem Spannungsmessgerät her? Oder müssen wir es hier wirklich zur Spannung eigentlich haben? Das geht dann wirklich nur mit 4700. Wo muss ich ran? Hier oben? Rechts und links. Rechts und links von der LED. Ja, vorne und hinten praktisch. Nee, das ist das nicht, sondern. Genau. Warte mal, jetzt bist du ja vorne zusammen. Am besten mal so von außen. Nee, jetzt hat er einfach eine Lampe losgelassen. Ach so. Jetzt sind wir wieder bei. Ja, jetzt sind wir über 1 Volt, 1,5 Volt gleich fast. Ja, Herz Nummer 1, 3. Müsste schon gleich glimmen normalerweise. Also wenn man euch, da fehlt nicht viel, dann wird die Lampe leuchten. Genau, hast du diese, was du vorhin gemeint hast, diese LEDs? 1,7. Diese neuen LEDs? Die ultrahellen LEDs, ja. Die haben aber glaube ich auch die gleiche Durchbruchspannung. Ne? Also rote? Hast du rote da? Ja. Ja? Ja. Das wird die funktionieren. Die hatte ich bei mir auch genommen. Bei den alten LEDs weiß ich nicht, wie die anders aussehen. Hier, das ist auch. Nee, warte mal, das. Nee,
Okay, scheiße, das ist noch ein altes Tafelladen gewesen. Ich hol, ich habe 1,1 Volt direkt angefasst. So. So. Mal. Achso, ihr könnt euch das hier hin. Bis hier hin. Ja. Ja. So, jetzt halten wir mal ein bisschen dran. Jeopardy. Mal schauen, ob wir das messen können. Mal schauen. So. Ganz vorne ist Plus und ganz hinten ist Minus. Unten dran, unten, unten am Kondensator. Genau. Genau. Jawohl, so hier. Jawohl, steigt ordentlich, ne? 370 mV, 400 mV. 500 mV. Ist das lang, ja. Nee, nee, eine LED haben wir hier nicht dran. Ach so, wir müssen nur die Kondensatoren vollladen. 600 Millivolt. Genau, wenn wir das bis morgen machen würden, würden wir auf 300 oder noch mehr Volt kommen dann. Richtig voll. Ja, aber im Prinzip jetzt von der Glühbirne da, ne? Wenn wir jetzt bis morgen die Glühbirne leuchten lassen, um da dann... Ich bin jetzt auch schon ein bisschen ins Grübeln gekommen, so, und da hat mir auch ans Herz gelegen, wir sollen ein bisschen das, was du hier in den Brief wahrscheinlich gekriegt hast, das ja, nee, wo ich demnächst bei mir noch Probleme sehe, ist zum Beispiel dieses eine Video über was ist freie Energie. Du kannst ja nicht schauen, wenn du dein bisheriges Wissen darüber in die Öffentlichkeit haust. Ist ein großer Schritt für den Segelohrenbund, aber ein kleiner Schritt. Ja, ne? So ungefähr das war das. Genau, so war frisch. Oh nein, ich glaube, ich habe den Lötkolben angelassen vorhin. Können wir nochmal eine kurze Füllung machen? Ach, Mut, das Mut, ne? Können wir jetzt ja nicht Nein sagen. Für die Hälfte Video machen wir ja gar nicht freuen. Es muss nur geschnitten werden. Ja. Piep, piep. Gocka, gocka, immer so zwischendurch die Höhe mit drin. Borg, borg. Das kann man das auf jeden Fall hochladen. Hier und da. Borg, borg. Oder das Bellen von Hund einfach mal. Ja. Geht das wieder los? Eigentlich schon oft auswärts gepasst. Überraschendes Auswärtsbasteln. Ich habe einen Gastbastler zu. Ein Gastbastler? Kein Gasttätowierer, ich habe einen Gastbastler. Da kommt der Bastel immer. Schnitt. Jetzt haben wir. Okay, dann lass uns mal ein bisschen laden. Gut, mal gucken, ob morgen früh 320 Volt dran sind. Ach nee, die Dioden gehen ja bis 100 Volt. Das ist maximal 100 Volt, oder? Jetzt geht's ja langsam. Ach, das nicht. Geht's ja langsam. Stimmt. Jetzt macht das nicht. Es geht sehr schnell. Ja, 62. Gut, okay, also in 30 Sekunden 0,003 Volt. Ach, heftig, Mann. Das ist zwischen Erde und Heizung. Wo ist die überhaupt in der Erde versteckt? Eigentlich hat die Heizung auch, ne? Die Heizungsrohre müsste eigentlich auch die Erde sein, ja. Genau, nur an einer anderen Stelle. Nee, ich meine, die ist ja irgendwo, wo geht denn die Erde hin direkt? Vom Zellerkasten in der Erde. In die Erde. Das Ding echt, wie das Wort bedeutet Erde, da steckt einfach eine Stange in der Erde oder ein Fundament Erde. Also bei den alten Bauernhäusern hat man früher einfach Metallstange in die Erde gesteckt und oben den Tropfen geschoren.
tue ich nicht. Hier sind wir bei 114. Gut, also steigt nach wie vor. Schön. Welches Schiff war schon 115? Größeres Potenzial, kann ich. Größere Kandidatoren. Hast du die jetzt in Reihe oder? Noch kein 115? Dann kommt 115. Steigt er oder steigt er nochmal? Ja, 115. Juhu, er steigt nach wie vor. Okay. Nochmal bitte messen. Ja, nochmal messen. Nochmal. Schön. 115. Sehr schön. Danke. Wunderbar. Jetzt sind wir bei 129. 0,129 Volt wohlgemerkt. Es lädt langsam, aber stetig. Und dann, ja, wenn wir die entladen, wie viel Strom können wir darüber treiben und wie lange, die Entladung ist voll kurz, wir müssen damit Batterien speisen oder irgendwie so. Da, sonst machst du eine Lampe an für 5 Minuten und musst davor 6 Stunden laden und das ist uneffektiv. Wir müssen das optimieren. So sieht eine normale Zigarettenschachtel aus. Ja, und dann hätten wir ja. Und so bin gebastelt worden. Wie viel Leistung pro Zeit? Eigentlich sein, aber es ist 3:45. Und wir beginnen eine erneute Messung. So, wir haben es jetzt 4 vor halb 4 und wir gehen jetzt gleich ins Bett. Ach, Quatze. Nassen Bank. Welch Wohltat. Welch Wohltat. Das haben wir seit 10. Wir sind auf der Heimreise. Ankunft 22:56 Uhr. Und der Sprit ist fast alle. Oh.